Hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser Stille von Call of the Sea. In der letzten Folge haben wir das Tagebuch durchgelesen. Und jetzt gucken wir mal ein Stück weiter. So, da sind schon klar ein paar Klamottis. Ich kann den Schrank nicht öffnen. Hier können wir uns direkt aufhängen, wenn es uns zu viel wird. Oh. Oh my, I have the worst memory. I forgot the combination again. Thank goodness I always bring my journal with me to write things down. Alright, now it's open. Das ist die Nummer, die ganz vorne auf ihrem Briefkasten oder auf ihrer Tür steht. Harry Everhart, my husband, my partner and my dear old pal. Feind Tim. Hier oben steht, manche Elemente enthalten verborgene Informationen. A brass key with the letter CW engraved on it and some enigmatic instructions. Ich kann ihn nicht nehmen. Oder doch? Habe ich ihn genommen? I saw this island in one of my unsettling dreams. I drew it as soon as I woke up. Aber sehr schön zeichnen. Okay. This strange and sharp relic came in the package I received at home. Guck mal, wie es leuchtet, wenn man das so hält. Ja, das muss man bestimmt irgendwo reinstecken, damit eine Tür aufgeht oder sowas. Okay. Oh, was hier? Nur das Licht, ne? We're all set, madam. The motor boat is ready. Mhm. Ich glaube, ich bin auch ready. Ja, das konnte ich nur angucken, das alles. Gut. Dann raus mit uns. Okay, Nora. From here on out, you're on your own. Lower the motorboat and be careful with Mrs. Everhart's equipment, lads. We'll be back to pick you up in 3 days. I really hope you find your husband there, madam. I hope it too. I'll see you in 3 days then. But please be careful on that island. You know what the legends say about it. I'll take care. Thank you, Captain Hudson. Kapitel 1, 74 Meilen östlich von Otaheite. Well, here I am, in the middle of the ocean after traveling across half the world. Just miles away from where my husband is supposed to be. You left a year ago to search for a cure for my affliction. Your letters kept me close to you. But suddenly they stopped coming. What happened, Opal? What did you find? Whatever it was, it led you to hire a crew and set sail from San Francisco to Tahiti. And from there, to this place. An island in the middle of the Pacific that the locals refused to even name. Everything is familiar. So familiar. As impossible as that may sound, is this the island I dreamed about? This can't be a coincidence. Gib ja die Farben, ne? Ein Regenbogen. A breathtaking, idyllic island, surrounded by deadly reefs and protected with stakes to keep anybody from entering. Why? Ich habe übrigens Kamera wackeln und... There's definitely something strange about this place. Und blitzende Leuchteffekte und sowas deaktiviert, die epileptische Anfälle auslösen können. Hatte ich jetzt nicht so Bock drauf und ich denke hier auch nicht. Okay, Harry. Let's see if I can find any trace of you around here. Okay, ich kann schon mal nicht ins Wasser gehen.
I'll leave my things in the boat until I find somewhere to camp. Eine Muschel. I know it's just resonance, but I do love listening to the sea in them. Okay. Was kann ich wirklich zuerst? Kann ich rennen? Nee. Wir sind also kein Rennsimulator, sondern ein Walking-Simulator. Ich kann übrigens nicht ins Wasser gehen. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. The tent. So somebody was on this island recently. Well, that's a vivo. A flute that the Polynesians play with their nose. I won't be playing that. Der Nase? Okay, das könnte ich nicht, weil ihr habt vielleicht... Warte mal, ich muss mich mal ordentlich wieder hinsetzen. Ihr habt vielleicht gehört, dass meine Nase wieder recht verstopfig klingt. Sie ist aber nicht verstopft, sondern sie ist einfach nur zugeschwollen. Und, aber ich muss mit Stolz sagen, ich habe jetzt über einen Monat kein Nasenspray verwendet. A miniature va'a, a Polynesian outrigger canoe. Beautifully crafted too. Sehr süß. Ich kann meine Beine gerade nicht gemütlich hochlegen, deswegen sitze ich hier gerade übelst ungemütlich. Weil Flocke auf meinem Platz hier unten auf meinem... Kann ich das haben? Nee. Auf meinem Hocker, meinem Beinehocker sitzt. A note written in French. I only understand two words. Ill and mort. Island and death. Oh, ich kann es glaube ich auch nicht mehr. Nous avons war doch wir werden, oder? Cette île pour ne trouver que la mort. Trouver? Kommt das von Travel oder war das Suchen? Ich weiß es nicht mehr. Allez pas plus loin. Irgendwas mit Verneintes. Ne pas ist immer Verneinen. Und allez war doch sowas wie kommen oder it so, ne? It must be a warning about the dangers of the island. Das ist wirklich eine Höhle? I feel quite good. I dare say I might even walk a little faster than usual. Okay. Also die Insel. Warte mal. Ich würde bei der Aufnahme gucken, ob die flüssig ist. Das sieht aktuell so aus. Ich hoffe nicht, dass es ruckelt. Muss ich dann mal nach der Aufnahme prüfen. Ich glaube, dass es dort. Ruckelt's? Also bei mir ruckelt es nicht, wenn ich es gerade hier spiele. Aber es kann sein, dass es im OBS manchmal irgendwie nicht will. Ich hoffe, ihr müsst jetzt nicht kotzen von meinem ganzen Geschuckel. Looks like it opens from the other side. Mhm. Okay. These wooden figures are called Unu. This seems to be telling a story. Okay, mit Männchen oder Fröschen, der Berg. Hier runter? Nee. Vielleicht müssen wir doch erst in die Höhle. Kann ich reingucken? Bone fish hook. Okay. Brauchen wir anscheinend nicht. Lass mich runter. Häng fest. Okay, ich glaube, bevor wir hier weitergehen sollten, sollte ich doch in die Höhle gehen. Ich habe gedacht, die Höhle ist der richtige Weg. Ich hänge fest am Baum. Ich sprinte auch schon. Gerade eben.
Okay. Those markings seem to represent the sea. I'll make a note of them in my journal. It might come in handy. Hm? Ich kann hier aber nicht durch oder sonst was. Okay. Also war hier wirklich nur zum Gucken. Interessante Vögel. Die irgendwie in Zeitlupe auffliegen. So, was haben wir denn hier? Ein Glühwürmchen. Steine, kann ich aber nur drüber latschen. Ist irgendwas drum gebunden, aber ich kann nichts damit machen. Peaceful, but clearly somebody wants to keep outsiders off this island. Schatten sieht aus, als würde jemand Schattenspiel mit dem Hasen oder so machen. Sieht verdächtig aus. Löst aber nichts aus. Eine schöne Blumenkrone, sehr süß. Oh, freue ich mich schon diesen Frühling auch wieder oder Sommer. Also nicht auf die heißen Temperaturen, aber auf sowas wie Blumenkronen machen. Einfach mit dem Arsch und nackschen Beinen auf der Wiese bei uns sitzen und Blümchen pflücken und flechten. A carving tool. Ich möchte nichts davon mitnehmen. This box. CW. Those are the initials on the brass key. Mm-hmm. It opens it. So whoever sent me this key was here. Okay, der verdächtige Stein mit der Blumenkrone kommt so ein Knubbeldingsbums rein. This is starting to look like a scavenger hunt. Wird das dunkler oder war das hier nur in der Ecke? From what I've read, the Polynesians don't need doors. So why build such a big one? Hmm, something's missing here. That did something. Mhm. Okay. Lass uns mal gucken gehen. Weil auf dem Ding war das Muster drauf wie auf dem hier. Ob hier schon irgendwas passiert ist? Aha. Well, look what's hidden here. Das Dingsbums. Kann ich da rein? Das wäre das festgebackt, Spiel zu Ende. Rinn damit! It works. Sehr cool. This may be the first time I trespass a private property. My childhood in Newburyport wasn't exactly the most thrilling thing. Sieht aber echt schön hier überall aus, ne? Is that Harry? Harry, you were here! You were here and I found you, dammit. Where are you now? Where is everybody? Where did you and all your crew go? Lady Shannon? That name sounds familiar. I'd better check my journal. Sechs Personen, zerbrechliche Instrumente, mehrere Kisten mit Ausrüstung, Waffensprengstoff, Vorräte für 3 Wochen.
Okay. Hat sie sich einfach aufgemalt, dass das Wasser ist? Okay, hier waren wir überall. Harry, ja, das haben wir ja. Ich meine, ich kann es trotzdem lesen. 6. November, ich bin auf der geheimnisvollen Insel 74 Meilen östlich von Tahiti angekommen. Die Fischer kommen in 3 Tagen zurück, um mich abzuholen. Hoffentlich, ist ja wie bei Seven vs. Wild, Alter. Hoffentlich habe ich dich bis dahin gefunden, mein Liebling. Es ist seltsam, wie Polynesien haben... Die Polynesier haben keine Türen und keine Mechanismen, um Tore geschlossen zu halten. Wenn ich ins Innere der Insel will, muss ich es öffnen. Nora, Liebes, das ist keine gewöhnliche Insel. Ich brauche den Schlüssel, den ich im geheimnisvollen Paket erhalten habe, um ins Innere der Insel vorzudringen. Was hat das zu bedeuten? Harry war auf dieser Insel und ich hoffe, dass er noch hier ist. Ich habe ein Foto mit allen Mitgliedern der Expedition gefunden und ich meine auch einige von ihnen aus den Briefen, die er mitgeschickt hat, zu erkennen. Aber wo sind sie hin? Haben sie irgendwas im Lager aufgeschlagen? Nee, irgendwo ein Lager aufgeschlagen. Ah, hier ist jetzt auch das Bild. Also die Zeichnung. Okay, der Rest ist noch wie immer. Okay, vom Footy kann ich nichts machen oder haben. A mechanical bridge? That doesn't fit in with Polynesian traditions either. Sie wollen nicht aus, als würden hier 2 Leichensäcke hängen, oder? This reminds me of those slot machines that Harry and I saw at the Atlantic City Pier. But a Polynesian version. Ist bestimmt nicht richtig, was ich hier mache. Ich habe gedacht, die Wassersymbole, weil es halt übers Wasser geht. Warte mal. Das haben wir nicht umgedreht. Port de Papiti. Ah, it's been years since I took such a long walk. This fresh air is doing me wonders. Sieht halt auch alles wunderschön aus durch diese Knallfarben, ne? Ja, erst links. What a beautiful mountainous landscape. Warum muss man da hier so durchgucken? Ein sehr schöner Walking-Simulator bis jetzt. Aber na gut, ist ja auch mit Rätseln, ist ja nicht nur Walking. This sort of pond is a Polynesian fishing technique. There's another symbol inside it. Bone fish hook. Okay. Aber so weitläufige Gebiete. Schau ich mal die Bäume an, ist ja krass. Ich hätte ja auch ein bisschen Schiss, hier lang zu gehen. Weil ich halt nicht wüsste, ob mich hier jetzt gleich eine Spinne in den Hintern beißt. Oder eine Schlange. Und dann bin ich tot. Oh my, this is so beautiful.
What were these birds called? Lorikeets. Cole's lorikeets. Okay. Hier ist der Shortcut zum Anfang wahrscheinlich, ne? A Shortcut. That's convenient. Kann ich hier Federn haben? Polynesian chieftains make their head ornaments with lorikeet feathers. What a lovely souvenir. Aber sie nimmt sie nicht mit. There are lorikeet feathers scattered around this unu. I'll draw the symbol in my journal. Okay, dann bedeutet das Symbol wahrscheinlich die Vögelchen. Wasser. Nee, hier ist nix. Nee. Kann ich da hoch? Oh ja. Mausbewegung ist mir, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Ich kann mir vorstellen, dass das für euch viel zu ruckig. Eurozeichen, viel zu ruckig zum Gucken ist. Da kann ich nicht rein. Und das war's schon. Okay. Ich gucke nochmal schnell, ob ich mir ein paar von den Dingern nicht richtig angeguckt habe. Aber die anderen scheinen hier noch egal zu sein. Wir müssen wahrscheinlich erst Stück für Stück rausfinden, was die Symbole, wofür die stehen. Aber liebe Leute, wir sind doch schon bei 23 Minuten gleich wieder angekommen. Deswegen schlage ich vor, wir machen eine kleine Aufnahmepause. Ich überprüfe mal, dass ich die Kamerasteuerung, also die Geschwindigkeit ein bisschen runtersetze. Dann gucke ich, ob es für euch ruckelt. Und wenn ja, muss ich nochmal ein bisschen was ändern, was auch immer. Und dann sehen wir uns einfach übermorgen zu einer neuen Folge wieder. Bis dann. Tschüss.